ungewöhnlich. Doch von einer Minute auf die andere schoss ein reißender Fluss mitten durch die Ortschaft. Nichts kann dem Aufprall derartiger Wassermassen standhalten. In Brig verwandelten sie jedes Auto, das an der Hauptstraße geparkt war, in ein Wrack. Die Erdgeschosse der Häuser wurden von den Fluten regelrecht ausgeweidet. Die Menschen, die sich auf Hausdächer und Bäume geflüchtet hatten, mussten mit Hubschraubern geborgen werden. Dem mutigen Einsatz der Rettungsmannschaften ist es zu verdanken, dass nur zwei Menschen der Katastrophe zum Opfer fielen. Als die Sturzflut vorüber war, türmten sich 800 Autowracks in den Straßen, etliche tausend Tonnen Schlamm und Gestein. 12 Stunden lang war das Wasser die Berghänge hinabgestürzt. Die Aufräumarbeiten zogen sich monatelang hin. Der Schaden belief sich auf über 1 Milliarde Euro. Die verhängnisvollen Wassermassen, die den schweizerischen Gebirgsort ins Chaos stürzten, kamen aus dem Mittelmeer. Wenn feuchte Meeresluft nach Norden strömt, bilden sich am Südrand der Alpen Wolken und regnen dort ab. Manchmal jedoch ist der Wind stark genug, um die feuchte Luft weit in das Gebirge hineinzutreiben. Was dann in den Alpen passiert, reicht von leichten Schauern bis zu schweren Wolkenbrüchen. Die Frage ist, ob und wie man rechtzeitig erkennen kann, von welchen Wolken eine Gefahr für die Gebirgsorte ausgeht.